Bevor es mit der Folge losgeht, Romy gefangen im eigenen Körper, bekommst du hier einen winzig kleinen Rückblick in Fotoformat. So siehst du, was Romy erlebt hat, wie ihre Stimmung war und wie sie sich entwickelt hat. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem Finale. Wo bin ich hier? Es ist kalt, dunkel und der Geruch von feuchten Wänden kommt mir so bekannt vor. Es gibt leider keinen Lichtschalter in der Nähe. Oh nein, ist es wirklich wahr? Bin ich wieder im Verlies, eingesperrt, tief im Wald unter der Erde? Wach auf, ich möchte hier raus, wie kann ich fliehen? Romy, wach endlich auf! Ich schlug meine Augen auf, es war nur ein Traum, ein Albtraum. Zum Glück ist Adrian gerade da. Und damit ein herzliches Willkommen zu Romy gefangen im eigenen Körper. Lange, lange hast du auf dieses Finale gewartet und nun wünsche ich dir sehr viel Spaß. Du siehst es ja bereits, Adrian räumt hier fleißig die Bude auf und Isabella braucht heute besonders viel Aufmerksamkeit. Vielleicht ist es dir in der letzten Folge bereits schon aufgefallen, dass Isabella ziemlich weiße Haare hat und die kleine Maus hat eine Pigmentstörung. Um die Pflanzen müssen wir uns natürlich auch kümmern. Gerade haben wir ja noch eine Tantieme bekommen, das ist sehr gut. Denn die kleinen Mäuse müssen natürlich auch gebadet werden. Und mal schauen, haben wir im Inventar noch eine Badewanne? Ja, wir haben diese hier. Ja, super, dann brauchen wir kein Geld für eine Badewanne ausgeben. Aber diese scheint kaputt zu sein. Und wir wissen ja, Romy hat zwei linke Hände. Abneigung gegen Gartenarbeit, Geschicklichkeit und Singen. Ja, gut, dass du dich gerade um deinen Garten kümmerst. Vielleicht könntest du hier noch schnell abernten. Aber hier werden wir einen Reparaturservice engagieren. Oh, und da ist der Blumenhase. Stimmt ja, wir haben Ostern. Das ist ja richtig süß. Herzlich willkommen, Blumenhäschen. Wir werden ihn natürlich umarmen. Aber wir sollten nicht zu viel Zeit verlieren. Wir müssen noch das Mixen lernen, die Vampirsaga vervollständigen. Und wir müssen natürlich ein guter Vampir werden. Ich packe mal Romys To-Do-Liste hier aus. Also wie gesagt, Vampirsaga Level 15 müssen wir erreichen. Die Mixfähigkeit müssen wir vervollständigen. Und ja, sie muss ein guter Vampir werden. Adrian ist mittlerweile gegangen, aber er möchte sich nachher noch mit uns treffen. Oh, und wir bekommen Besuch. Und um die Kinder müssen wir uns natürlich auch kümmern. Denn sie brauchen genauso viel Aufmerksamkeit wie Romy aktuell. Oh, wir bekommen ein Geschenk. Das ist ja richtig cool. Dankeschön. Haben wir wirklich eine Postkarte von ihr bekommen? Oh, sie möchte zu uns ziehen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich lasse ein paar Bücher, damit ich endlich weiß, wie man richtig Getränke zubereitet. Und der Reparaturservice ließ sich einfach nicht blicken. Endlich bekam ich die Meldung, dass ein Handwerker um 15.53 Uhr ankommt. Natürlich musste ich mich auch um meinen kleinen Rubin kümmern. Denn auch sie brauchte Aufmerksamkeit. Und das Häschen machte im Hintergrund einfach Sport. Vielleicht kann Romy noch schnell nach Eiern suchen. Und du verlangst 104 Simoleons für die Reparatur? Unglaublich. Während Romy überall nach Eiern sucht, darfst du entscheiden. Soll es eine weitere Staffel geben? Falls ja, bekommst du hier zwei Bilder zu sehen. Du entscheidest, in welche Richtung sie sich entwickeln wird oder generell, wie es weiterverfahren wird. Gefällt dir das linke Bild besser oder das rechte? Bild 1 oder 2? Schreib es unbedingt in die Kommentare, denn du entscheidest, ob es eine Staffel 3 geben wird. Mir ist aufgefallen, dass wir noch 9 Machtpunkte haben. Diese werde ich natürlich jetzt vergeben, denn irgendwie müssen wir ja aufsteigen. Meisterin der Finsternis klingt ganz nett. Vampir-Charme klingt auch richtig schön. Das klingt doch auch ganz spannend. Doch das ganze Bibi-Geschrei bringt uns nicht weiter. Wir werden jetzt einen Kindersitter engagieren, denn irgendwie muss ja Romy hier weiterkommen. Vampir-Saga Level 14 hat sie und Mixen ist sie auf 9. Die Kinder waren versorgt und ich konnte endlich Mixen üben. Oh, wow. Ich hoffe, dass Romy uns hier nicht verbrennen wird. Denn irgendwie brutzelt es hier schon. Es riecht doch schon verbrannt, oder? Wow, das klappt doch schon ganz gut. Also Romy, du bist hier leicht überbelichtet. Oh, wow. Das wächst ja richtig langsam. Vielleicht sollten wir uns doch das Buch mal schnappen. Doch so wie es aussieht, liegt es gerade zu Hause rum. Das ist ja richtig perfekt. Dann lesen wir doch einfach mal im ultimativen Vampirbuch. Denn dort erfahren wir, wie wir uns zurückverwandeln können. Ich lese hier gerade ein paar Zeilen, doch irgendwie verstehe ich kein Wort. Raoul macht einfach ein paar Liegestütze vor meinem Tisch. Mittlerweile haben wir die Vampirsaga vervollständigt. Und wir können jetzt den Heiltrank brauen.
Mal schauen, ob der Heiltrank hier schon zu sehen ist. Ultimativer Heiltrank. Nicht genug Geld. Hey, dafür brauchen wir 2500 Simoleons. Das ist ja krass. Romy ist fleißig am Mixen und falls du Interesse an diesem Grundstück hast, findest du es in der Galerie. Aber wir haben fast 11. Wir sollten das Mixen mal beenden. Das Babygeschrei ist nicht zu überhören. Doch wo ist überhaupt Isabella? Isabella ist hier. Wo ist Isabella? Die ist da? Bei Adrian? Ernsthaft? Also sie scheint nicht mehr hier zu sein. Ein sehr interessanter Bug. Aber Adrian wollte sowieso noch mit uns sprechen. Denn Adrian möchte mit uns zusammenziehen. Romy hat natürlich erstmal Bedenken und Adrian meint, es wird doch schon alles gut gehen. Sie braucht überhaupt keine Bedenken zu haben. Das wird bestimmt fantastisch. Romy bräuchte überhaupt dann nicht mehr arbeiten, denn er hat von seinen Eltern ausreichend geerbt. Romy wird es sich auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen, denn immerhin hat sie ja den Wunsch von einer eigenen Bäckerei. Jetzt werden noch schnell Isabella und Ruby ins Bett gebracht, denn natürlich brauchen sie ihren Schlaf. Ostern war erfolgreich, das ist auch sehr schön und der Kindersitter hat uns 60 Simoleons abgeknüpft. Warum jetzt Isabella hier auf der Straße liegt, verstehe ich nicht. Und wir müssen auch etwas in der dunklen Meditation weiter vorankommen. Doch Isabella scheint noch nicht zufrieden zu sein. Mal schauen, was dir fehlt. Trösten und eine gute Nachtgeschichte vielleicht. Romy nutzt noch etwas die Zeit, um zu angeln, auch wenn sie etwas Feuer fängt. Einen Fisch haben wir geangelt. Lass mal Beutel herstellen. Und du bist maßlos überfordert, also werden wir wieder den Kindersitter engagieren. Denn irgendwann müssen wir ja zur Ruhe kommen, oder? Wir könnten ja unseren Kindersitter fragen, ob wir mal anzapfen dürfen. Zu einem ausgiebigen Trank nötigen. Vielen Dank für dein Plasma, aber ob du dich dann noch um unsere Kinder kümmern kannst? Ich bezweifle es gerade. Oh weia, das kann ja was werden. Von Schuldgefühlen geplagt, wie ein Plasmaverzehr. Und da liegt unser Kindersitter. Unsere Kinder schlafen fast, außer Isabella. In den Schlaf gehen, vielleicht hilft das ja schon. Oh. So wie es aussieht, hat Romy den Kindersitter verführt. Doch sie hat sich lieber schlafen gelegt. Der Blumenhase hinterließ mir hier eine wunderschöne Blume. Irgendwie fiel mir auf, dass der Stil nicht mehr so zu mir passt. Also entschied ich mich, etwas Neues auszuprobieren. Mein Stil hat sich komplett verändert. Dadurch wirklich etwas erwachsener, oder? Mir ist aufgefallen, dass ich ein paar Bilder auf Plopsy verkauft habe. Diese möchte ich natürlich versenden. Und die Kinder brauchen wohl eine frische Windel. Das nimmt wohl überhaupt kein Ende. Gefüttert werden möchten sie auch noch. Doch ich muss hier raus. Es ist mir einfach viel zu viel Geschrei. Die Kinder können dann erstmal in die Tagespflege. Ich besuche jetzt einen Nachtclub hier in Willow Creek. Denn irgendwie muss ich das Mixen vervollständigen. Wenn du möchtest, kannst du mir bei meinen Tricks zuschauen. Gefällt es dir? Gefährlich werden kann es auch. Und ich merke gerade, dass ich eine Dusche brauche. Aber es muss weiter geübt werden. Bis in die Nacht. Ob der Werwolf mir dabei helfen mag? Gerade ist mir aufgefallen, dass ich im Grunde zur Arbeit gehen müsste. Aber ich lasse es heute einfach mal sein. Und es fehlt wirklich nicht mehr viel. Und endlich haben wir es abgeschlossen. Mixen Level 10. Romy mag auf jeden Fall das Mixen. Romy hat sich jetzt doch entschieden, spontan zur Arbeit zu fahren. Und das nur für eine Stunde. Aber es hat uns immerhin 324 eingebracht. Unglaublich. Und die Kinder brauchen auch wieder Aufmerksamkeit. Wir sollten unbedingt hier aufräumen. Säugling ins Bett bringen. Einmal Ruby und einmal Isabella. Und da wäre jetzt noch die Sache mit dem guten Vampir. Und ich habe mir überlegt, wenn sie diesen Trank trinkt und das nicht abgeschlossen hat, dass irgendwelche Auswirkungen auf ihr Äußeres hat. Narben, andere Haarfarbe. Aber ich lasse es mir noch durch den Kopf gehen. Haben wir eigentlich im Handel noch etwas Geld? 283 könnten wir umbuchen. Das haben wir gemacht. Wir haben 2538. Ich bezweifle es, dass Romy es schafft, ein guter Vampir zu werden. Denn sie hat schon sehr viel Plasma getrunken. Das steigt hier erschleppend. Wir haben wieder 3 Machtpunkte. Aber dann müssen wir noch diesen Rang hier erreichen. Also tendiere ich eher dazu, dass Romy den Trank einfach so trinkt. Und dadurch, dass dieses Bestreben nicht abgeschlossen ist, eine Nebenwirkung auftritt, sodass die irgendwelche Narben im Gesicht oder am Körper bekommt. Wir sind hier wieder im Bubble Tea Shop. Wir werden jetzt ein Getränk zubereiten. Wir haben jetzt praktisch das Geld, aber uns fehlen noch 10 Plasmafrüchte. Der Trank kostet 2500 Simoleons. Und ich brauche noch etwas Geld, um die Plasmafrüchte zu besorgen. Ich weiß, ich kann die abernten und suchen. Aber ich denke, ich werde sie mir holen. Das geht definitiv schneller.
Und das ist hier im Hafengebiet schon richtig schön geworden. Hier hinten war ja das erste Grundstück von Romy. Wir haben nur ein Ding verkauft, also werde ich jetzt mit Romy noch schnell nicht nach Hause fahren, aber in den Handel. Vielleicht hat sie dort etwas mehr Glück, um Bilder zu verkaufen. Und dann können wir auf jeden Fall hier noch ein paar Bilder aufhängen. Und nochmal als Erinnerung, diese Bilder hat sie alle im Verlies gemalt. Und was sich hier verändert hat, Romy hat jetzt hier Kuhpflanzen. Das sind praktisch unsere Türsteher. Und hier hat sie halt einen kleinen Garten. Sie sollte ja auch einen kleinen Garten oder Wintergarten besitzen. Und diesen hat sie hier im Handel. Aber diese Pflanzen wachsen nicht allzu schnell. Wir werden unseren Kunden jetzt schnell begrüßen. Denn wir wollen ja Geld machen. Wir wollen einfach Geld machen. Vielleicht haben die Sims ja ein paar Fragen. Die Fragen werden wir natürlich beantworten. Ein Thema haben wir gerade bekommen. Ja, richtig cool. Das rettet uns praktisch den Hintern. Wir haben jetzt zwei Objekte verkauft. Wir werden einfach den Laden schließen. 442 haben wir verdient. Ein paar Bilder konnten wir noch über Plopsy verkaufen. Das ist sehr gut. Wie geht's den Kindern? Es ist auffällig still hier. Ich würde jetzt mal die Plasmafrucht bestellen. Ich denke, 5 sollten reichen. 1500. Und dann brauchen wir noch 500 Simoleons. Und dann können wir endlich den Heiltrank brauen. Ich hatte leider nur ein paar Minuten Schlaf, aber ich muss jetzt leider arbeiten gehen. 324 haben wir verdient und wir haben sogar einen Urlaubstag verdient. Das ist sehr gut. Also Ruby ist auf jeden Fall schon mal da, aber wo ist Isabella schon wieder? Isabella ist hier auf der Straße, das darf doch nicht wahr sein. Also Romy, hol bitte dein Kind rein. Ich weiß nicht, warum es hier ständig nach draußen abgelegt wird. Das ist doch furchtbar. Ist das ein neuer Bug? Wisst ihr mehr als ich? Okay, okay, es bringt nichts. Wir brauchen wieder einen Kindersitter. Romy ist einfach maßlos überfordert. Mit dem Kindersitter bin ich nicht so zufrieden. Denn die Kinder scheinen etwas dreckig zu sein. Ich glaube, da muss Romy selbst dran. Wir haben vorhin Tantieme bekommen. Endlich, die rettet uns den Hintern und es ist endlich soweit. Romy kann den Heiltrank trinken. Wir möchten den ultimativen Heiltrank zubereiten. Wir haben 10 Knoblauch, 10-mal Eisenhut und 10-mal Plasmafrucht. Und ich hatte ja gesagt, dadurch, dass Romy jetzt dieses Bestreben nicht abgeschlossen hat, wird sie einen Namen bekommen, einen Aufschlag oder sonst dergleichen. Ich werde mal gleich im Cast gucken und mir was einfallen lassen. Aber erstmal wird der finale Trank zubereitet. Und es ist feurig. Das ist der mysteriöse Trank. Romy gönnt sich auf jeden Fall noch einen Plasmabeutel und dann trinken wir dieses Getränk. Oh, ich bin so aufgeregt. Also Romy war jetzt lang genug. Lang genug. Wirklich lang genug Vampir. Und sie verwandelt sich zurück. Ich bin jetzt hier kurz im Kasse. Romy ist jetzt wirklich kein Vampir mehr. Doch wie Romy jetzt wirklich aussieht, das erfährst du in Staffel 3, falls du dir eine dritte Staffel wünschst. Vielen Dank, dass du zugesehen hast. Vielen Dank für deine Treue und bleib doch mal dein Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!